Und welches Rezept gibt es gegen Rassismus und Antisemitismus in der heutigen Zeit? Diese Frage stellen sich auch die Oberhäupter der evangelischen und katholischen Kirche im Burgenland und haben jetzt zumindest ein starkes Zeichen gesetzt. Anlässlich des heutigen Reformationstages haben Superintendent Manfred Koch und Bischof Egidius Schivkovic einen gemeinsamen Hirtenbrief an Oberrabbiner Ari Folger überreicht, unter anderem um auf die Mitschuld der Kirchen an den Novemberpogromen vor 80 Jahren hinzuweisen. Die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938. Im gesamten Deutschen Reich organisiert das Naziregime Pogrome, also gewaltsame Ausschreitungen gegen Jüdinnen und Juden. Innerhalb weniger Tage werden hunderte Menschen ermordet, 30.000 verhaftet und deportiert und über 1.400 Synagogen und Gebetshäuser zerstört. Gegen ein Schweigen, das zum Himmel schreit. So lautet der Titel des Hirtenbriefs. Er enthält eine Erklärung zur Mitverantwortung der Kirchen an der nationalsozialistischen Verfolgung von Jüdinnen und Juden. Katholische und evangelische Christen haben zum Schicksal der Juden weithin geschwiegen, heißt es in dem Brief. Wir haben im Frühjahr schon überlegt, was wir zu diesem 80-Jahr-Tag, Gedenktag machen können. Und da haben wir gemeint, es geht nur oder am besten, wenn wir gemeinsam etwas machen. Und das in Form eines Hirtenbriefes, dass wir auch flächendeckend alle Christen, evangelischer und katholischer Gemeinden im Burgenland erreichen. Der Brief beinhaltet auch einen Appell an die Gläubigen, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Zum Beispiel durch die Errichtung von Mahnmalen. So haben wir, der Superintendent und ich, eingeladen, dass man endlich hier auch die Bereitschaft hat, auch diese dunkle Seite unserer Geschichte auch aufzuarbeiten und auch durch ein Mahnmal auch für die nachfolgenden Generationen hier ein klares Zeichen zu setzen. Anschläge wie jene auf die Synagoge in Pittsburgh zeigen, dass Antisemitismus noch immer ein Teil der Gesellschaft ist. Um den Antisemitismus abzubauen, brauchen wir mehr Bekanntschaft. Ja? Aber wir sind halt eine kleine Gemeinde. Und es ist sehr, sehr bedeutend, wenn Menschen aus anderen Religionsgemeinschaften dieses Unrecht des Antisemitismus und des wachsenden, des wieder wachsenden Antisemitismus bewusst werden und sagen, wir wollen etwas unternehmen. Der Hirtenbrief wird am 10. und 11. November in allen katholischen und evangelischen Pfarren des Burgenlandes verlesen.